Heute versuchen wir gemeinsam, den Juckreiz-Kratzzyklus zu verstehen. Juckreiz im Rahmen der Neurodermitis kann auf eine Vielzahl von Gründen zurückgeführt werden, wie wir ja in der letzten Folge schon diskutiert haben. Ganz allgemein lässt sich aber Folgendes sagen. Wenn die Botschaft von den Nervenenden der Haut das Gehirn erreicht, ist die häufigste Verhaltensreaktion von uns Menschen auf diese Botschaft Kratzen. Kratzen muss aber vor allem auch verhaltenspsychologisch untersucht werden. Insbesondere Konditionierung spielt hier eine große Rolle, die Teil der menschlichen, aber auch der tierischen Natur ist. Konditionierung bedeutet, dass auf einen bestimmten Reiz immer die gleiche Reaktion folgt. Zum Beispiel können wir Hunde trainieren, dass wenn ein Glöckchen klingelt, es was zu essen gibt. Und dann kommen die Hunde immer wieder, wenn das Glöckchen klingelt, selbst wenn es nichts zu essen gibt. Auf den Juckreiz zurückgeführt bedeutet das dann Folgendes. Jedes Mal, wenn es dich juckt, kratzt du. Kratzen wird zu deiner automatischen konditionierten Reaktion. Das ist ein erlerntes menschliches Verhalten. Kratzen kann schon bei kleinen Kindern oder auch Babys aufgrund von dieser Konditionierung schnell zu einer unbewussten Reaktion werden. Es ist daher sehr wichtig, dass wir diesen Juckreiz-Kratzzyklus unterbrechen. Aber keine Sorge, in der nächsten Folge erklären wir dir, wie du diesen Teufelskreis erfolgreich unterbrechen kannst.